In der heutigen Episode vom Gold Bartley wird Musly an einem der wohl letzten Goldwaschausflügen in dieser Saison von seiner besseren Hälfte begleitet. Die beiden sind ein über 10 Jahre eingespieltes Team und so lässt es sich auch einfacher schaufeln. Begleitet uns auf eine Runde gemütliches Goldwaschen bei tollem Wetter. Wir sind wieder auf eine ganz gemütliche Runde am Bach. Ein bisschen Gold schürfen. Heute ist meine Frau dabei. Sie gibt sich also ganz fest Mühe mit ihrem gebrochenen Zehen. Und wir haben schon ein bisschen Gold gefunden. Ich nehme erst mal mit dem Mikrofon auf, weil es ist ins Wasser gefallen und hat ein bisschen seine Probleme gehabt. Ja, bleibt gerne dran. Gibt es ein bisschen Gold und schöne Bilder. Schön sind ihr dabei. Bei der Prospektion mit der Pfanne ergab es an dieser Stelle, wo Vivian jetzt gräbt, mehrere Flitter pro Pfanne. Also entschieden sie sich, hier weiter zu graben und hoffen, auf möglichst viel Gold zu stoßen. Die Rinne hätte genug Zug, um ausgesiebtes Grabgut reinzuschaufeln. Allerdings ist die Grabungsstelle zu weit weg. Es ist also effizienter, das Sediment vorzusieben und in Eimern zu transportieren. Thank you.
Auch wenn man sich am Schluss immer wieder über seine hoffentlich üppigen Funde freut, trifft das Sprichwort »Der Weg ist das Ziel« beim Goldwaschen den Nagel genau auf den Kopf. Sich den ganzen Tag körperlich zu betätigen, während der angenehm leicht rauchige Duft vom Lagerfeuer in der Luft liegt und von Bachgeplätscher und Vogelgezwitscher begleitet wird, verleiht einem Seelenfrieden und Erholung. Ja, ja, da sind unsere Nuggets drin. Nach circa 4 Stunden des Grabens geht es für die beiden zum Clean-Out über. Es ist wichtig, jeden Teil der Rinne gründlichst auszuwaschen. In der Matte kann selbst das feinste Gold hängen bleiben. So, ihr habt es gesehen, meine Frau hat die Kamera übernommen. Ihr habt es sicher gehört, gell? Nicht wahr? Mal, aber das Tagesergebnis ist schön. Für 4 Stunden kann sich das sehen lassen.
Wir sind zufrieden, wir gehen jetzt heim etwas essen. Wenn euch der kleine Ausflug gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da und einen Daumen gegen oben und schaltet das nächste Mal wieder ein. Die Saison ist fast vorbei, hey. Geniessen Sie, ich geniesse es auch noch. Ciao zusammen. Hinterlasst uns gerne ein Feedback in Form von einem Daumen nach oben oder unten und schreibt uns eure Gedanken zu dem Video. Wir hoffen, ihr konntet es genießen. Bis bald, Freunde.